Michael Ballweg, Hans Dampf auf allen Bühnen, von Stuttgart über Berlin nach Hamburg, unermüdlich, im Kampf für Frieden und Freiheit, im Einsatz gegen Masken, Viren und Personenkult, wird gefeiert, lässt sich feiern. Eine Einladung an Trump, das Volk ist elektrisiert. Nun in der Handelsstadt ein weiteres Angebot an Robert F. Kennedy Junior. Applaus, der nicht enden will. Wir, die Menschen, sehen einen Silberstreif am Horizont. Frieden und Freiheit für Europa, Frieden und Freiheit für Deutschland. Stopp. Der wache Bürger merkt, da fehlt doch was. Zum Frieden in der Region braucht es sicher den zweiten starken Mann, Wladimir Putin. Auch er hat in der Vergangenheit oft deutlich gemacht, dass er ein Freund der Deutschen ist. Wir sehen das. Und darum holen wir hier und jetzt das nach, was Micha Ballweg im Eifer des Gefechtes vergessen hat. Reisestress hat halt seinen Preis. Micha, wir bitten dich, du hast die Reichweite. Sende unsere Einladung an Wladimir Putin in die Welt. Auf dass die Bühne am 29.08.2020 voll wird. Schönen Dank fürs Dabeisein. Bitte einen Daumen hoch, verbreiten und vielleicht ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.